siempre fuimos los de la solidaridad, los del apoyo mutuo y los de la autogestión. Los que aprendieron lo que cuesta conquistar un trozo de pan y aunque muchos no sabían ni leer ni escribir, tenían claro quién era el enemigo. Somos los que se juntan para ser más fuertes que aquellos que nos acosan, nos despiden, nos desahucian, nos disparan pelotas de goma, nos encarcelan y nos torturan. Porque somos los que saben que un sindicato no es una suscripción a una asesoría jurídica, que confederarse no es abrir una franquicia, que los acuerdos no son órdenes, que la fuerza está en la confianza y que antes que las siglas van las ideas. Participamos y decidimos por nosotros mismos y por eso nunca estamos solos, gracias al lazo invisible que une las luchas sociales y sindicales de todos y cada uno de los lugares del mundo. Somos los que anteponemos la ética a la estética y los principios a los intereses. Somos la CNT-AIT. We were always those of solidarity, of mutual aid, of self-management. Those who learned what it is to win a piece of bread. Those who could neither read nor write, but were clear about who the enemy was. We are the ones who come together to be stronger than those who harass us, fire us, evict us, shoot rubber bullets at us, imprison us and torture us. We are the ones who know that a union is not a subscription to a law firm, that joining a union is not opening a franchise, that agreements are not orders, that strength is in trust and that ideas come before anachronisms. We participate and decide for ourselves. That is why we are never alone. Thanks to the indivisible bond that unites the social and labour struggles of each and every place in the world. We are those who put ethics before aesthetics and principles before interests. We are the CNT-IWA. Wir waren schon immer die der Solidarität, der gegenseitigen Unterstützung, der Selbstverwaltung. Diejenigen, die gelernt haben, wie schwer es ist, ein Stück Brot zu erkämpfen. Diejenigen, die weder lesen noch schreiben konnten, aber genau wussten, wer der Feind war. Wir sind diejenigen, die sich zusammenschließen, um stärker zu sein als diejenigen, die uns belästigen, uns entlassen, uns räumen, uns mit Gummigeschossen beschießen, uns einsperren und uns foltern. Wir sind diejenigen, die wissen, dass eine Gewerkschaft kein Abonnement für Rechtsberatung ist, dass sich zu verbünden nicht bedeutet, ein Franchise zu eröffnen, dass Abkommen keine Befehle sind, dass die Stärke im Vertrauen liegt und dass Ideen vom Kürzeln kommen. Wir beteiligen uns und entscheiden selbst und deshalb sind wir niemals allein, nirgendwo auf der Welt, dank des untrennbaren Bandes, das soziale Kämpfe mit internationalistischer Solidarität verbindet. Wir sind diejenigen, die Ethik über Ästhetik und Prinzipien über Interessen stellen. Wir sind die CNT-AIT.